Ja, liebes Tagungspräsidium, lieber Alex, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich hätte mir heute, wenn ich heute hier vor euch stehe, sicherlich ein anderes Ergebnis bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag gewünscht, um das mal gleich zu sagen. Aber bevor ich dazu komme, will ich schon sagen, das, was ich bei der Begrüßung getan habe, viele von uns waren unterwegs, übrigens ich auch, wenn ich zurückblicke auf das letzte Jahr als Bundesvorsitzender der Jungen Union, waren wir so alle so sehr engagiert im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freunde, ich will es von dieser Stelle auch noch einmal sagen, ich bin davon überzeugt, ich glaube es nicht nur, ich bin überzeugt, ohne die Junge Union wären diese Siege so nicht möglich gewesen. Die Junge Union kann stolz sein, was in diesen drei Landesverbänden geleistet wurde. Und das hat gezeigt, wenn wir die richtigen Themen und die richtigen Akzente setzen, dann sind wir zur Höchstleistung in der Lage und dann gewinnen wir Wahlen und dann haben wir tolle, große, junge Gruppen in den Parlamenten. Und jetzt ist das Ergebnis der letzten Bundestagswahl liegt uns jetzt vor. Und natürlich gibt es einen Regierungsauftrag für die Union. Und natürlich sind wir die stärkste Fraktion geworden. CDU und CSU haben einen klaren Regierungsauftrag, eine neue Regierung zu bilden. Aber dazu gehört auch, dass wir aus meiner Sicht ehrlich mit uns selbst sein müssen. Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein, liebe Freundinnen und Freunde. Ich werde ein paar kritische Bemerkungen machen und ich werde gleich auch sagen, was ich erwarte von einer möglichen neuen Koalition. Aber weil wir feststellen müssen, wir sind gefordert, diese Regierung auf die Beine zu stellen. Auf die Beine zu stellen deswegen, weil die Sozialdemokraten sich verabschiedet haben aus der Verantwortung für dieses Land. Ich kann verstehen, wenn man sagt nach Gesprächen, die Inhalte passen nicht, wir wollen nicht noch mal in eine GroKo. Weiß Gott, ich will auch keine neue GroKo. Aber sich zu verabschieden aus Regierungsverantwortung, um zu sagen, nicht weil die Ideen falsch sind, sondern weil es der SPD nicht nützt, das ist eine Bankrotterklärung bei dem Vertrauen und den Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen war es richtig, unser Claim im Bundestagswahlkampf, die SPD hat gesagt, das sind doch nur Werbebotschaften. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen. Martin Schulz hat gesagt, er will Bundeskanzler werden. Angela Merkel hat gesagt, sie will Deutschland dienen. Und nach der Wahl hat sich gezeigt, genau das wollte Martin Schulz. Martin Schulz wollte das Beste für die SPD und für sich, aber er wollte nicht das Beste für dieses Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und Andrea Nahles will es auch nicht. Und sie hatte selbst gesagt, es geht ausschließlich darum, es geht auch der neuen SPD-Fraktion darum, Martin Schulz spielt ja bei denen keine Rolle mehr, es geht der SPD-Fraktion darum, was das Beste für ihre Partei ist und für die Abgeordneten der SPD. Und wer sich dann beschwert, dass der Ton in der Politik rauer werden würde und dann selbst in der ersten Stellungnahme sagt, dass andere politische Mitbewerber wie die Union, Zitat 1, auf die Fresse bekommen, der darf sich nicht wundern, wenn irgendwelche Populisten und Leute, die draußen auf der Straße stehen, dem das nachmachen, liebe Freunde. Das gehört sich nicht. Also wir können, das Land kann nicht auf die Sozialdemokratie zählen, selbst wenn es notwendig vielleicht gewesen wäre. Und deswegen geht es jetzt für uns als Union, für uns als junge Union, als gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU, zurückzublicken auf das Ergebnis und dann Ausblick zu schaffen auf das, was kommen wird. Und wir müssen uns ernsthaft mit der Frage beschäftigen, warum wir so viele Wähler an die AfD und noch mehr an die FDP verloren haben. Und ich finde, wir sollten nicht irgendwelchen Leuten nachplappern, aber wir müssen schon dem Problem in diesem Land ins Auge schauen.
Und wir dürfen auch die Dinge nicht ausblenden. In meinem Wahlkreis habe ich eine Grundschule besucht, in einem sozial schwierigen Stadtteil. Und in dieser ersten Klasse waren von 20 Erstklässlern, konnten 15 Erstklässler nicht die deutsche Sprache. Und wenn ich dann den Leuten erzähle und den Eltern in dieser Grundschule, das sei eine Bereicherung und das sei ein toller Fortschritt von vielen Kulturen, die dort zusammenkommen, dann passiert Folgendes: Die Leute nehmen mich nicht ernst. Und deswegen dürfen wir so etwas nicht tun, sondern wir müssen über die Probleme sprechen, die wir haben in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen die Probleme lösen. Und zum Lösen der Probleme gehört natürlich auch, dass diejenigen, die nicht in Deutschland bleiben dürfen, weil sie kein Asylrecht haben, weil sie keine Flüchtlinge sind, dass die Menschen wieder zurück müssen. Wenn sie nicht zurück müssen, verstehen es die Leute nicht, warum wir ein rechtsstaatliches Verfahren zur Überprüfung des Status haben. Und es geht auch um andere Dinge. Ich will mal sagen, nochmal auf Nordrhein-Westfalen zurückzukommen, auch auf das Ruhrgebiet. Auch wir haben nicht nur Probleme mit Menschen, die von anderen Kontinenten kommen. Wir haben auch Probleme mit Menschen, die beispielsweise innerhalb der Europäischen Union migrieren, aus Rumänien und Bulgarien, die zu uns kommen, die nach 6 Monaten Scheinselbstständigkeit dann am Ende den Anspruch haben, Sozialleistungen zu beziehen. Was uns unterscheidet von anderen ist, dass wir sagen, jeder, der sich hier anstrengt, der hat eine Chance in diesem Land. Egal, wo er herkommt, welche Konfession er hat, egal, wo seine Eltern geboren wurden. Aber wir sagen auch, das muss auch funktionieren und die Gesellschaft muss zusammenstehen und man muss die Menschen in diesem Land mitnehmen, damit sie das auch verstehen, was noch passiert. Und deswegen sage ich, müssen wir in diesem neuen Koalitionsvertrag auch diese Punkte benennen, wenn es um Zuwanderung und Migration geht. Und deswegen fordere ich, dass wir ganz klar unterscheiden zwischen auf der einen Seite denjenigen, die politisches Asyl beantragen, das sind politisch Verfolgte, auf der anderen Seite gibt es Flüchtlinge, Menschen, die vor Krieg fliehen und die zu uns kommen. Und diese beiden Gruppen dürfen bleiben, bis sie nicht mehr verfolgt sind oder Frieden in ihrem Land ist. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Das ist die dritte Gruppe der Menschen, die als Zuwanderer zu uns kommen, aus ganz anderen Gründen, die nichts mit Flucht, nichts mit Krieg und nichts politischer Verfolgung zu tun haben. Und liebe Freundinnen und Freunde, bei dieser dritten Gruppe müssen wir uns ehrlich machen und sagen, da suchen wir aus, wer nach Deutschland kommen darf, wer zu uns passt und wie lange er bleiben kann, liebe Freundinnen und Freunde. Sonst wird es nicht funktionieren. Und deswegen wird auch, alle fordern ein Einwanderungsgesetz. Ja, das stimmt. Heute fragte mich ein Journalist, ja, die Grünen wollen doch ein Einwanderungsgesetz. Ja, das Wort alleine reicht nicht. Auch Bekenntnis zur Realität muss her. Und wenn die Grünen dann ein Einwanderungsgesetz machen wollen nach dem Motto, jeder kann kommen, dann wird es das mit uns als Union nicht geben. Davon bin ich fest überzeugt. Und wir brauchen eine Diskussion, dass wir eine, ich will noch mal was zur FDP sagen. Wir müssen natürlich investieren in die innere Sicherheit und unsere Polizistinnen und Polizisten schützen, ausstatten, auch mit rechtlichen Möglichkeiten ausstatten. Und da darf die FDP nicht aus ideologischen Gründen auf der Gesetzesbremse stehen. Das wird ziemlich anstrengend in diesen Gesprächen. Erstmal müssen wir uns finden, dann müssen wir sondieren und dann müssen wir Koalitionsverhandlungen führen. Müssen ein Zukunftsmodell für Deutschland entwickeln. Aber bevor wir dazu kommen, ein Zukunftsmodell, muss klar sein, wer bei uns wie entscheidet. Liebe Freunde, nach den vergangenen Wahlen war es so, dass ein kleiner Kreis entschieden hat, ein Bundesausschuss, ein kleiner Parteitag. Vielleicht war es in der damaligen Zeit richtig, aber Zeiten ändern sich. Und die Mitglieder wollen auch an diesen Entscheidungen beteiligt werden. Liebe Freunde, und deswegen, ich werde es auch gleich nochmal vorschlagen bei der Dresdner Erklärung, ich finde, unsere Forderung von diesem Deutschlandtag in Dresden muss sein, ohne einen ordentlichen Bundesparteitag wird es keinen Koalitionsvertrag geben, liebe Freunde. Das müssen wir heute fordern. Ein Bundesparteitag, auf dem debattiert wird, auf dem diskutiert wird, indem wir uns kritisch mit dem Ergebnis auseinandersetzen der Wahl und sagen auch, wohin wir wollen. Und dieser Bundesparteitag muss vorbereitet werden und deswegen
wünsche ich mir, dass wir Basiskonferenzen machen, dass wir offene Formate finden, jetzt so schnell wie möglich, damit wir die Mitglieder mitnehmen in diesen Prozess und am Ende der Bundesparteitag und wenn gerne gewünscht auch noch mehr, darüber entscheiden können, ob wir in eine solche Koalition mit der FDP und den Grünen gehen. Und wenn man jetzt darüber spricht, wie Deutschland sich entwickeln soll, dann müssen wir nicht nur darüber sprechen, was nicht geht. Wir sind ein bisschen zurückgefallen in die Diskussion. Naja, was ist technisch, was ist verwaltungstechnisch möglich? Ich finde, wir müssen auch einfach mal machen. Wenn wir uns anschauen, den Zustand der Digitalisierung in Schulen, wenn ich mir anschaue, die Infrastruktur, die digitale in Deutschland, dann haben wir immer ganz viele Argumente, warum das nicht funktioniert. Ich finde, wir müssten mal formulieren, was unsere Ziele sind und den Menschen versprechen, dass wir es schaffen, dass Deutschland das Vorreiterland in der Digitalisierung in Europa und der Welt wird, liebe Freunde. Das muss unser Anspruch sein. Und wichtig für die Koalitionsverhandlungen finde ich auch, dass wir diesen Koalitionsvertrag generationengerecht gestalten. Generationengerecht, dass wir nicht heute Dinge versprechen, die die Jüngeren in Zukunft abbezahlen müssen. Und ich will ganz herzlich, lieber Jens, ich bitte dich, das auszurichten an Wolfgang Schäuble, dass wir ihm sehr, sehr dankbar sind für die Politik der schwarzen Null, dass wir keine neuen Schulden gemacht haben auf Kosten der jungen Menschen. Bitte dich, das weiterzugeben. Da sind wir euch alle sehr, sehr dankbar, dass ihr so eingestanden habt für die junge Generation und für generationengerechte Politik. Und ich finde, neben Inhalten müssen wir auch noch über etwas anderes sprechen in unserer Partei, in beiden Parteien, CDU und CSU. Die Frage, wie die Zukunft nicht nur inhaltlich aussieht, sondern mit welchen Köpfen sie gestaltet wird. Und ich finde, einer modernen Volkspartei, die in die Zukunft gehen will, steht es auch gut zu Gesicht, dass wir in der Bundesregierung, in der Bundestagsfraktion und in der Parteiführung frische, neue Gesichter bekommen, die auch für die moderne Politik der Union stehen, liebe Freundinnen und Freunde. Das wird eine spannende Zeit, aber ich bin mir sicher, dass am Ende dieser Koalitionsvertrag auch die Anschrift der Jungen Union tragen wird. Und am Ende bedarf es eben auch neuer Köpfe in den einzelnen Positionen. Liebe Freunde, hier in Dresden, Alex Dirks hat es gesagt, wir haben die Worte von Helmut Kohl gehört. Wir wollen hier auch sprechen, wie wir unser Haus Europa gestalten, wie unsere Vision von Zukunft ist. Morgen werden vor dieser Halle Menschen demonstrieren. Morgen vor dieser Halle werden Menschen brüllen. Und sie werden vielleicht auch schlimme Sachen brüllen. Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Wir sind eine stolze Jugendorganisation, die größte in Europa und in der freien Welt. Und Helmut Kohl hat diese Worte, ich bin fest davon überzeugt, gerade an die jungen Menschen in Deutschland gerichtet. Dieses Haus Europa zu bauen. Wir haben so viel in der Vergangenheit an Herausforderungen bewältigt. Ich bin mir sicher, dass wir das auch in Zukunft tun werden, wenn uns der Mut nicht verlässt und der Anspruch auf Erneuerung. Die Zeiten waren schwierig, die Entscheidungen waren nicht leicht, aber die Union hat immer den Rücken gerade gemacht, auch mit Unterstützung der Jungen Union. Und das lasst uns jetzt tun. Alle Probleme, die wir haben, haben nichts damit zu tun, dass wir zu wenig uns um europäische Ideen gekümmert haben. Viele Probleme haben in Europa damit zu tun, dass junge Menschen sich zu wenig um Europa gekümmert haben. Das wollen wir tun. Auf einem festen Wertefundament einer christlich-demokratischen Partei. Mit einem festen Wertefundament, wie unser Land auszusehen hat. Liebe Freunde, die Menschen, die zu uns gekommen sind in Not, die haben wir aufgenommen, übrigens aus genau diesem Grund, weil wir uns unserer christlichen Verantwortung bewusst sind. Und auf der anderen Seite, weil wir uns unserer Kultur und unserer Leitkultur so bewusst sind, wollen wir nicht, dass sich das Land zum Negativen verändert. Wir wollen, dass das Land im Wandel bleibt, aber dass es sich positiv verändert. Und daran wollen wir mitwirken.
als Jugendorganisation, wie ich finde, zwei der modernsten Parteien von CDU und CSU. Und ich habe jetzt zum Schluss eine Bitte. Und wenn ich dann schaue zu dem Bayerischen Block, übrigens, liebe Freunde aus Bayern, erstens, ohne euch wäre es halb so spannend. Ohne euch wäre manche Diskussion nicht so lebhaft. Aber ohne euch und alle anderen Landesverbände wäre die Junge Union Deutschlands auch nicht so vital. Ich finde, wir sollten als die Landesverbände aus allen Bereichen der Bundesrepublik uns aussprechen, dass am Sonntag die Führung von CDU und CSU zusammenkommt, dass sie sich zusammenraufen und dass sie unsere Ideen als Christsoziale und Christdemokraten in diesen Koalitionsvertrag bringen, damit die FDP und die Grünen nicht zu viel Einfluss auf dieses Land nehmen, sondern dass dieses Land eine Unionshandschrift trägt, auch in den kommenden 4 Jahren, liebe Freunde. Dafür wollen wir streiten, mit viel Leidenschaft und mit viel Herzblut. In Dresden war schon immer so viel möglich in dieser großartigen, historischen und europäischen Stadt. Und heute eröffnen wir ein neues Kapitel. Ich freue mich auf einen tollen Deutschlandtag mit euch 2017 hier in Dresden. Alles Gute und alles Gute für unser Land. Thank you.